So, mein Lieben, einiges passiert heute am Freitag. Wir gehen Schritt für Schritt durch die News, durch die Bewegung an den Märkten, um zu schauen, welches Szenario jetzt als das Wahrscheinlichere ausspielen wird, was wir für das Wochenende zu erwarten haben und wie das Ganze in den Gesamtkontext des Marktes passt. Und damit ein herzliches Hallo zu diesem neuen Bitcoin-Update heute Morgen. Extra keins gemacht, weil es nicht viel zu besprechen gab, aber jetzt dafür umso mehr. Und zwar haben wir heute Morgen schon die ersten Daten aus Europa bekommen. Der Einkaufsmanager-Index für Oktober, der jetzt nicht unbedingt so super herausragend wichtig ist, wie zum Beispiel der Consumer-Price-Index, also letztendlich die Inflationsrate misst. Wir sehen, hier sind die Einkaufsmanager-Indizes nach oben gegangen, was sehr, sehr gleichbedeutend ist für, ja, die Preise sind teurer geworden. Die Preise für Erzeuger sind teurer geworden, das heißt also auch hier, die Inflation für Erzeugerinnen und Erzeuger hat sich weiter nach oben geschraubt und das ist das Bild, was wir auch erwartet haben. Auch in den Großbritannien hat sich im Baugewerbe der Einkaufsmanager-Index nach oben geschraubt. Hier sehen wir, da herrscht einiges quasi an Missstand, wo die Inflation aktuell ihre Spielchen spielt. Dann deutlich wichtiger natürlich heute die NFP. Die NFP, die Non-Farm Payroll, sind so ziemlich die wichtigsten Informationen oder die wichtigsten Wirtschaftsindikationen für die USA, wie es letztendlich um die Wirtschaft beschaffen ist. Denn ein Großteil in den USA, ja, teilweise stellen wir uns das vielleicht nicht ganz vor, aber ein Großteil der USA lebt entsprechend von Landwirtschaft. Dementsprechend ist diese Non-Farm Payrolls, also die Beschäftigungszahl außerhalb der Landwirtschaft, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie viel konnte denn quasi neben der Landwirtschaft noch letztendlich an Stellen aufgebaut werden, beziehungsweise was konnte an Stellen neu geschaffen werden. Und da haben wir gesehen, wir haben einen recht kräftigen Anstoß bekommen. Wir waren bei den 315k, dann waren vermutet 200k und wir sind gelandet bei den 216k. Das war ordentlich, auch das Stellenwachstum in der Industrie ist ordentlich nach oben geschraubt. Das war soweit super. Die Stundenlöhne sind nach oben gegangen, durchschnittlich um 0,1%. Das war ebenfalls super. Das Einzige, was nicht so super war, ist die Erhöhung der Arbeitslosenquote. Und der Markt hat im Allgemeinen sehr, sehr positiv reagiert. Wir sehen, der DAX hat ein neues Hoch gemacht, zumindest zwischenzeitlich ging es ins neue Hoch. Wir haben gesehen, hier der höchste Stand seit einigen Monaten sogar, wenn wir mal zurückgehen, seitdem wir hier waren, seit dem 12. September haben das Hoch hier wieder angetestet, kriegen jetzt zum Abend hin etwas Rejection. Das heißt also, die Zahlen wurden erstmal positiv vom Markt aufgenommen. Auch der US-30, der Dow Jones Industrial, ist nach oben gerannt, hat jetzt aber fast die gesamte Bewegung, 600 Punkte, wieder nach unten korrigiert. Und da sehen wir, dass entsprechend die News, die sehr, sehr häufig diesen Charakter zeigen, First Move, Wrong Move, auch hier wieder komplett zugeschlagen haben. Zum einen diese Euphorie an den Märkten, beziehungsweise sehr, sehr wahrscheinlich auch einfach technische Aufkäufe, beziehungsweise Short Squeezes. Und das passt sehr, sehr gut ins Bild, wenn wir uns den DAX mal anschauen. Der DAX ist, bevor die News gekommen sind, schon extrem stark gestiegen. Dann kam letztendlich auch so im Kontext des Marktes, okay, sehr wahrscheinlich Vonovia hat gute Prognosen, gute Zahlen geliefert, ja, quasi im Immobiliengewerbe in Deutschland auch ein DAX-Schwergewicht. Es ging kräftig nach oben, hat sich sehr, sehr gut dann da oben auch an der Spitze etabliert und dann kam schon der erste schroffe Abverkauf, ca. 100 Punkte ging es nach unten. Das hier war die Spitze der News nach unten, der First Move, Wrong Move, hinterlässt natürlich aber auch ordentlich Liquidität. Das heißt, auch hier, wenn wir das mal mit dem US-Markt vergleichen, haben wir hier mit diesem Volumenknoten quasi einen interessanten Bereich, wo wir definitiv mal in den nächsten Tagen im Börsenhandel mal wirklich die Lausche aufsperren sollten und sehen, falls der Markt sich hier unterhalb dieser 13.445 stabilisiert auf Stundenbasis, was 15 Minuten soweit sein kann, ist durchaus denkbar, dass wir hier diesen Impuls nach unten bekommen. Der Dow Jones hat es schon vorgemacht, wie wir gerade gesehen haben. Wir waren schon wieder unter den 32.000. Es ging stark nach oben, dann kam hier letztendlich dieser Strukturbruch. Wir haben die News letztendlich sehr, sehr schnell wieder verdaut, weil das natürlich auch irgendwo den Effekt mit sich bringt. Starke Daten aus den USA, starke Wirtschaftsdaten sind gut, vor allem im Hinblick auf, wie sieht es mit der Inflation aus, aber die Inflation, die ist sehr, sehr weit weg von einem Target-Zustand. Das heißt also, das Target-Areal, da wo es letztendlich der Zielbereich hin soll, das dauert. Und dementsprechend müssen die Zinsen auch kräftig angehoben werden. Und das ist ein ganz einfacher Umkehrschluss. Die NFP-Lesung war zwar positiv, das hat der Markt auch erstmal positiv aufgenommen, aber das zeigt, dass die bisherigen Zinsschritte der Fed
eine relative Stärke in den Märkten bewahrt hat. Also die Märkte haben das robust aufgenommen, beziehungsweise die Wirtschaft hat das robust aufgenommen. Was dazu führt, dass die Fed jetzt sehr wahrscheinlich nicht das Tempo rausnehmen muss bezüglich Zinserhöhungen. Was natürlich dann wieder auf die Laune an den Märkten drückt, was entsprechend für fallende Kurse hier auch sorgen wird. Wir haben gesehen, dass sich die Indizes sehr, sehr stark von den Tiefs entwickelt haben. Der DAX noch ein bisschen besser prozentual gesehen als der Dow Jones. Trotzdem war hier ein kleiner Squeeze vorher, jetzt aber wieder auf vorherigem Niveau, wie die News letztendlich auch gelandet sind. Und das ist letztendlich auch der Tonus, der sich hier weiterschlägt. Und das sehen wir auch bei Bitcoin. Ja, jetzt sind wir finally bei Bitcoin. Wir sind über die 21k gesprungen, waren sogar bei den 21.300 US-Dollar. Sehr, sehr nah an unser Areal, wo wir letztendlich hier oben unseren Order-Block gesehen haben, beziehungsweise unser Konterlevel. Sehr, sehr knapp dran gekommen, aber wir sehen auch hier, wir haben schon wieder die Hälfte des Impulses, der sich heute gebildet hat, schon wieder gut gemacht. Ja, wir sind in der Spitze hier bei den 21.3 circa gewesen. So, bei den 21.3 hier circa gewesen, 21.254, haben uns dann aber wieder nach unten bewegt und haben sogar relativ bearish auf dieser Höhe hier geschlossen. Knapp drüber bedeutet für uns, hier sind wir genau drauf, bedeutet für uns, die erste Reaktion danach wird erstmal etwas bearish. Jetzt ist die Frage, können wir dieses Hoch mit einem höheren Tief verteidigen? Dann könnten wir möglicherweise nochmal die 21.4, 21.5 sehen, bevor wir dann möglicherweise mit dieser Bewegung, die die Fed jetzt einfach wieder mit sich bringt, nämlich ja, die Zinsen, die müssen gar nicht so stark entschleunigt werden, was die Erhöhung anbelangt, kann tatsächlich wieder mit sich bringen, dass es hier seitwärts geht oder wir uns zumindest wieder Richtung 20k bewegen. Auf Tagesbasis, wie gesagt, relativ spannend auch das Hoch abgegriffen, aber ja, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Aber auch hier das Hoch abgegriffen, trotzdem unterhalb gerade noch geschlossen. Auch das ist immer noch ein sehr, sehr bearishes Zeichen. Wir haben unterhalb jeglicher Hochs bei den Strukturen geschlossen. Würde also zumindest erstmal, wenn das Ganze so bleiben sollte, mit sich bringen können, dass wir hier nochmal dieses Hoch bei den 20.4 antesten. Und dann wird spannend. Dann wird spannend, ob wir hier nochmal Liquidität aufgetankt haben. Ja, so wie wir es hier in 3 Schritten gemacht haben, bevor es dann mit dem kräftigen Impuls nach unten geht. Oder ob wir tatsächlich uns hier mit dem höheren Tief dann auch stabilisieren und den Breakout schaffen. Also auch das ist möglich. Wir haben gerade in diesem engen Areal einfach eine relativ schwierige Ausgangslage, weil beide Richtungen gerade sehr, sehr anfällig sind. Also wir sehen, es kann gerade mit der Struktur, sollte sich das Ganze, jetzt gibt gerade Trading wieder auf, sollte sich das Ganze hier langsam stabilisieren und akkumulieren, ist zumindest der Break nach oben denkbar und dann bleiben die 22,5 als mögliche Grenze durchaus spannend. Sehen wir aber, dass sich tatsächlich die Märkte zum Abend hin nicht mehr beruhigen, sondern das Downwards-Momentum, also die Abwärtsbewegung, deutlich stärker hier auch zu sein scheint, dann könnte es relativ schnell wieder auf das Tief gehen und dann bleibt es spannend, ob die 20k-Marke diesmal halten kann. Was sind jetzt die Prognosen? Was sind die Aussichten? Punkt 1, die Zahlen waren nicht schlecht, was erstmal ein bisschen Deeskalation für die Märkte gebracht hat, was ein positives Zeichen ist. Der Markt hat auch vorerst positiv reagiert, das aber relativ schnell wieder zurückgenommen, weil letztendlich auch hier gesagt wird, gesehen wird, ja okay, pass auf, Ding ist halt, die Fed kann ihre Zinsen fröhlich weiter erhöhen, ist natürlich überspitzt dargestellt, aber kann die Zinsen jetzt erhöhen, ohne große Gefahr zu laufen, dass hier irgendwie ein starker Konter quasi kommen sollte, was diese Geschwindigkeitsdrosselung anbelangt. Und die Fed hat am Mittwoch keine super klaren Informationen gegeben, trotzdem zwischen den Zeilen schon lesen lassen, die Fahrt ist da quasi, die Richtung stimmt. Und dementsprechend, warum die Geschwindigkeit runterfahren, das könnte hier und da mal vorkommen, ja, entweder in den nächsten 2 Monaten oder vielleicht im Februar, aber das Ziel, die Zinsen in den Target-Bereich zu bekommen, beziehungsweise die Inflation in den Target-Bereich zu bekommen, ist einfach die aktuellste und dominanteste Information überhaupt. Dementsprechend das zu diesem Update. Wir sehen, der Gesamtmarkt relativ positiv, wir können uns mal Total 2 anschauen, also die Gesamtmarktkapitalisierung ohne Bitcoin. Und da sehen wir, dass sich die Altcoins relativ gut auch verhalten haben hier, haben aber auch entsprechend das Hoch abgegriffen und kriegen jetzt entsprechend von dieser Höhe des Orderblocks hier dann auch die, ich sag mal wieder, die mögliche Korrektur. Wir müssen mal schauen, ob wir diesen Breakout, der sich hier andeutet, stabilisieren können. Sollte also in den nächsten 1, 2, 3 Tagen hier das höhere Tief bringen, um dann in dieses Target-Areal hier an das Hoch zu kommen. Sollte das nicht der Fall, dann sollten wir hier wirklich tief unten schließen, dann könnte es möglicherweise sogar wieder einen Turnaround geben. Die Aussichten bleiben erstmal gedämpft.
auch diese positiven Bewegungen nach oben sollten vorerst eher als korrektive Hochs gesehen werden, als Befreiungsschläge. Was letztendlich der Markt daraus macht, werden wir dann sehen. Aber das Bias bleibt vorerst leichten Vorteil short. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten Tagen auch ein bisschen Stabilität getankt. Von daher hier nichts super Dramatisches. Das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche an dieser Stelle einen möglichst entspannten, ruhigen und vor allem aber auch erfolgreichen und gesunden Start ins Wochenende. Ich hoffe, dir geht's gut bei diesen wilden Märkten in diesen wilden Zeiten. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.